Am Freitag, den 13. September 2024, lohnte es sich, vor dem Wedeler Rathaus Halt zu machen. Tische und Stühle, Essen und Trinken standen bereit für das traditionelle bunte Dinner. Viele, die dort schon saßen, hatten eigene Spezialitäten beigesteuert und lernten jetzt neue Gerichte kennen. Was ist dein Lieblingsgericht heute gewesen? Also was würdest du besonders empfehlen? Einmal diese kleinen Empanadas und die ganzen Salate, alles, was sie auf den Tisch haben, vor allem Kuchen. Wie heißt das? Das ist was Süßes, ja? Süßes, ja. Ich kann nicht sagen auf Deutsch. Ja. Ohrläppchen. Ja. Ohrläppchen. Elfen. Elfenohrläppchen. Ja, oh, das ist ja toll. Ich habe von Persisch auf Deutsch übersetzt. Passt denn ein buntes Dinner im Augenblick noch in die Zeit? Ja, es ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Im Moment wird sehr viel gesprochen über Migration als Problem und was alles Mögliche zu tun und zu lassen ist. Und dabei wird oft aus dem Blick verloren, dass es immer auch um Menschen geht und um menschliche Schicksale. Und wir wollen hier unser Zeichen setzen, dass wir miteinander leben wollen, können und unter anderem Sachen teilen, ein offenes Ohr haben für Probleme. Und wir waren heute hier beim bunten Dinner Essen und Trinken teilen. Bei der Veranstaltung wurde an den Anfang August 2024 verstorbenen Hüseyin İnak erinnert. Sein Anliegen, in Wedel Brücken zwischen den Menschen unterschiedlicher Herkunft zu schlagen, wird mit diesem Dinner und den interkulturellen Wochen 2024 insgesamt fortgeführt.